Hallo und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 5. Wir waren zuletzt stehen geblieben, nachdem wir hier quasi ein paar Sachen in Fates Gebiet geräumt haben bzw. gemacht haben. Und so wie ich sehe, haben wir hier drüben eine Aufgabe, die wir annehmen können. Ich hoffe mal, dass sie auch hier im Gefängnis ist, also laufen wir mal irgendwie dahin. Leider das einzige Problem, was ich mit diesem Gefängnis habe, ist, dass es ein wenig zu unübersichtlich ist. Earls Notiz. Doc Lindsay bestätigt. Keine Rückverwandlung für Angels. Bisher kein klares Vorgehen erkennbar. Manchmal Pilgerreise, manchmal nicht. Manchmal Widerständler, manchmal Zivilisten. Vielleicht können sie unter dem Stress keine Rituale und Traditionen aufrechterhalten. Oder gibt es neue Prioritäten? Keine Gerüchte. Das heißt, der Punkt, an dem es keine Wiederkehr gibt, ist unvorhersehbar. Gleiche Botschaft. Die Befreiung von Gefangenen muss oberste Priorität haben. Okay. Wie komme ich zu dieser Aufgabe? So, hier einmal lang. Und hier kommen wir gerade nicht direkt ran und hier haben wir die Aufgabe. So, dann fangen wir an. Also die Leute aus dem Ein Kumpel hat erzählt, Sherry bietet eine Belohnung für Hilfe bei der Suche nach irgendwelchem Whisky. Ihr hat doch einen Angelshop, nicht? Wir könnten Zeug von ihr gut brauchen und mit ihr verhandeln. Okay. Damit haben wir auch wieder eine neue Aufgabe. Und noch was wäre, dass ich natürlich noch... weiß nicht, wie lange angefangen habe, heißt... ich weiß gerade gar nicht mehr. Ups. Er ist also... ach, wir waren zu nah dran. Welche Waffen wir alle haben. Wir haben das Großgewehr, wir haben die Sniper, wir haben das normale Gewehr und wir dürften noch den Revolver haben, ja. Dann nehmen wir mal das normale Gewehr. Ja, so. Dann würde ich sagen, holen wir uns mal schnell ein Auto. Ich nehme da am besten. Wie viel Geld haben wir denn? 22.000. Ja, nee. Holen wir uns eins von denen, die wir schon mal gekriegt haben. Nehmen wir am besten den Truck. Der Wittenmacher. So, der müsste jetzt hier irgendwo gespawnt sein. Hier. Ich würde sagen, fahren wir mal durch die Gegend. Den haben wir jetzt eigentlich alles dabei. Okay, wir haben die beiden dabei. Einmal den neuen, den wir gefunden haben. Und unsere liebe Abigail. Ist ja liebe Abigail, oder? Hoffe ich mal. So. Dann mal gucken. Wo fahren wir jetzt am besten lang? Wir haben einen Erntetruck, den könnten wir kurz mitnehmen. Biegen dann ab der Straße ab und fahren hier runter zu dem Widerstandsshop. Den, also Sekten-Außenposten. Und zwar steht da bei der Beschreibung, Eden's Gate hat damit begonnen, die geernteten Pflanzen in ihre sekteneigene Droge namens Bliss zu verwandeln. Und das werden wir anscheinend unterbinden. Also, geht's los. So, da vorne haben wir einen Truck, den könnte ich eigentlich einfach wegruppen. Okay, gut, dass er eigentlich mitgefahren ist. Okay. Schlecht, dass der eine nicht mitgefahren ist. Tja, passiert mal. Kann man nichts machen. Hoffentlich fährst du besser, als du schießt. Das Gute ist ja, er ist trotzdem hier. Ich arbeite dran, lockerer zu werden. Das alte Gefängnis gehört jetzt dem Widerstand. Der Helikopter bringt uns jetzt nicht viel. Nachteil im Helikopter ist, dass dieser nicht wirklich schießen kann. Huch. Warte mal, wir forschen gerade lang, dass das lang dauert. Eigentlich forscht er hier, aber egal. Ist er tot? Ne, er lebt noch. Jetzt ist er tot. Was hat er uns zu sagen? Bleib stehen. Alles gut. Haben wir diesen doofen Helikopter hier? Die Pettys bringen Leute ins Fangzentrum, habe ich gehört. Sie benutzen sie irgendwie, um ihre Wölfe abzurichten. Bitte, du musst sie retten. Müssen wir kurz hier dafür sorgen, dass... okay, damit haben wir es ja. So, da kommt erstmal so ein Kakeli angeflogen, ey. Bitte einmal wieder einsteigen.
Bitte einsteigen, Frau Armstrong. Wir fahren eine Runde. So, was können wir eigentlich noch alles hier machen? Nichts Besonderes. Oh. So, aussteigen. Ja. Könnte ich bitte wieder belebt? Da, es kommen schon wieder 10.000 Autos. Das ist so schrecklich an dem Spiel. Zur Radarstation. Was sie da auch tun, es kann nichts Gutes sein. Jemand muss jetzt echt was unternehmen. Ups. Ja. Das war hart. Da kommt schon ein Auto. Schnell einsteigen. Bevor das Auto angefahren kommt. Das ist extrem viel. Ich kann hier gut umfahren. Mal weg. Ich noch gleich noch mit. Und kommt schon das angefahren. So, dann haben mit dem. So, ich würde es gerne weiterfahren. So, wieder einsteigen. Komm schön, und den LKW angefahren. Was ist denn hier los? Vorsicht, wenn die Pegis uns aufhalten. Gutes Abbonus. Wir haben da schon ein bisschen Damage erhalten. Nicht gleich wieder schießen. Stimmt, war gerade noch. So. Man muss einfach mal eiskalt. Und wir haben einen Sniper, das ist nicht gut. Wir haben den Alarm gehört! Hilfe ist unterwegs!
Wir machen es mal jetzt. Uiuiui. Au. Au. Komm, helf mir mal. What the fuck passiert hier gerade? Noch ein toter Peggy. Keine Ahnung. Es kommt Verstärkung aus dem Umland im Norden. Hier ist nicht gut unterwegs. Ist mir nochmal weggerutscht. Halten. Uiuiui, umdrehen. Müssen wir da einfach rausschießen? Geh weg. Hilf mir noch. Stimmt. Geh weg. So, jetzt haben wir den weg. Wir schicken euch Angels als Verstärkung! Was? Seid tot. Den haben wir. Fuck. Hast du Granate? Fang du Arschgeige. Den Hammer. Damit haben wir es geschafft. Wir stürzen Heli im Hintergrund ab. So, damit haben wir das Ding befreit. Nähern uns der nächsten Sequenz, wo Faith, oder wie haben wir ausgesprochen, wird auftauchen wird. Toki, dieser Angelladen steht inzwischen quasi unter Denkmalschutz. Schön, dass wir ihn wieder haben. So, was ist los? Was willst du? Ein kleiner Gefallen. Ja. Es sieht aus, als hätten die Peggys einen Haufen Angels in den Keller gesperrt. Was? Ich weiß nicht, wie viele sie da unten haben, aber ich gehe nicht in ihre Nähe. Ich habe schon so viele Angels gesehen, die mal meine Freunde waren. Hör zu, wir müssen das ganze Gebiet sichern. Und das schließt auch den Keller ein. Du würdest mir einen Riesengefallen tun, wenn du dich drum kümmerst. Ja, okay, warte mal. Wo müssen wir hin? In den Keller. Hallo, Schönheit. Schön, Sie heute zu treffen, Sir. Dame Molotow. Und da gehen wir rein und bringen die weg. So, rein hier. Danke, dass du diesen Ort befreit hast. Nehmen wir noch mit hier. Und dann. Mann, das ist das krasseste Spiel, das ich je gespielt habe. Aufgepasst, bin unterwegs. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Oh fuck. Au. Das ist ein Hammer. Hammer alle. Damit haben wir es aufgeräumt. Ich kann ja noch ein bisschen Zeug mitnehmen. Wir haben natürlich auch noch Munition und so ein Kack. Hast du noch was dabei? Wir haben hier ein paar Notizen. Was hast du? Notiz eines Chemikers. Wenn ich nicht vorher schon von einer göttlichen Wissenschaft überzeugt gewesen wäre, dann jetzt. Bliss. Eine chemische Verbindung, die Gottes guter Erde entspringt, macht schlicht und ergreifend die perfekten Arbeiter aus den Angels. Jede andere Person, und ich benutze das Wort nur sehr sparsam für Angels, würde von den sich ständig wiederholenden Handgriffen krank werden. Aber Angels sind glücklich, wenn sie den ganzen Tag Blissfässer aus der Brauerei hin und her tragen. Eine göttliche Chemikalie, einfach göttlich. Hey, hallo, Ma'am. Okay. Sir. Haben wir hier noch irgendetwas zum Mitnehmen? Das bringt das Blut in. Irgendwas zum Lesen oder irgendwas, so was ähnliches. Hier haben wir noch ein bisschen
Zeug zu mitnehmen. Ich mache nur Ressourcen frei, Herr. Hi, man. Die kommen hier runter und gucken sich an, was hier rumliegt. Und dann sagen, gehen wir wieder hoch. So, was haben wir hier eigentlich noch? Könnt ich... Bitte raus, so. Da drüben haben wir noch ein paar Informationen. Was ist das? Nicht verschickter Brief. Kinder, keine Sorge wegen mir. Ich habe hier Familie. Eine neue Familie, die Eden's Gate heißt. Eines Tages könnt ihr euch mir anschließen. Fate hat mich überzeugt, dass es mich von meinem kompletten Stress befreit, wenn ich ihr meinen Laden verkaufe. Es ist ehrliche Arbeit mit Menschen, die aufeinander achten. Macht euch bloß keinen Kopf, Nolan. Ich muss dich mal was fragen, okay? Jetzt nicht hey, Mann, so. Ich bin's, pass mal auf. Sip kam gestern Abend vorbei und hatte Schaum vorm Mund wegen Eden's Gate. Dass hier alle Tiere mit irgendwas verderben, das Bliss oder so heißt. Keine Ahnung. Hör mal, ich weiß, der Kerl hat früher für dich gearbeitet. Aber jetzt übertreibt er es mit seinen ganzen Verschwörungen. Er hört einfach nicht auf. Er will, dass wir uns den Seeds verweigern und die Tiere freilassen. Naja, da meinten wir, so könnten wir ihre Globalisten-Agenda aufhalten. Ja, klar. Als ob wir das Geld der Seeds einfach sausen lassen würden. Hör mal, wenn der wiederkommt und ich nicht da bin, dann lüge einfach. Sag ihm genau das, was er hören will. Und schick ihn wieder fort. Ja. So böse ist der. So, was habe ich denn hier noch rumliegen? Da haben wir einen Erntetruck. Da oben haben wir irgendwelches Zeug. Und hier haben wir ein Prepper-Versteck. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zu dem Versteck. Und dann könnten wir das hier oben noch mitnehmen, wenn wir das in der Folge schaffen. Wäre noch so auf dem Weg. Dort brauchen wir dann Wagen. Tut mir leid, das ist einfach zu göttlich. Damit irgendwelche Leute zu finden. Ui, auch schon einfach durchfahren. Praktisch. So, dann fahren wir mal ein bisschen Straße. Ja, jetzt hoffe ich, dass mir wirklich mal Leute entgegenkommen. Ich würde das Ding gerne austesten. Das ist, funktioniert auch gegen Autos. Okay, hat nicht geklappt. Au, au, hör auf damit. Ich lasse schon weiterfahren. Auf die Säcke. Ich möchte nur auf Leute schießen. Also nicht auf sie schießen, aber sie überfahren. Mit diesem geilen, was auch immer das ist. Okay, die schießen hier ein bisschen rum. Aber was auch immer die schießen, ist mir jetzt egal. Ich glaube, das sind Leute von uns. Au. Ich will Leute überfahren. Okay, ich steige aus. Sehr ruhig. Du da hinten auch. So. Nachgeladen. Plündern. Hier kommt schon raus. So, damit haben wir den auch. Bitte gib mir mal ein paar Sachen. Gut. Hier ist ein Prepper-Versteck. Da haben wir was. Was haben wir drin stehen? Ich habe euch gewarnt. Die Sekte ist verrückt geworden, aber ich habe mir schon lange einen Rückzugsplan überlegt. Ich werfe meine beste Ausrüstung und mein bestes Auto und dann verpisse ich mich. Fang gar nicht erst an, mich egoistisch zu nennen. Ich habe euch ein paar Kleinigkeiten dagelassen, mit denen ihr gegen die Sekte kämpfen könnt. Und meinen zweitbesten Wagen, den Midnight Ride. Wenn ich nur wüsste, wo ich den Schlüssel gelassen habe. Er ist irgendwo in der Garage. Viel Glück, Leute. Steve. Okay. Ich habe hier einen Punkt. Wo ist denn meine Hand? Holen wir mal Lucille. So. Wie komme ich jetzt weiter hier? So nicht. Bremse lösen. Ach so. Finde den Schlüssel.
Schönen Tag, Miss. Das Auto ist schon mal frei. Okay, hier geht's weiter hoch. Dann hier rüber. Hier haben wir nichts zu mitnehmen. Oh! Was zum Fick bist du denn? Das stirbt nicht! Ja, ist vorbei. Hier kommt keiner zu mir hin. Aber komm, das war jetzt unrealistisch. Er hätte schon beim ersten drei Schlägen eigentlich schon beim ersten tot sein müssen. Fuck, das ist bloß irgendein kleines Tier. Nichts mehr und nichts weniger. Ach, Kacke. Ich lasse euch da jetzt nicht hier hoch. Oh. Autsch. So, wo ist denn mein Mate? Ach nee. Warte mal. Mein Freund, du überlebst das nicht. So, den hätten wir. Gut, dann könnte ich mal noch schnell nachfragen, was der hier hat. Ich habe Peggys auf dem Weg zu Denskys Hütte gesehen. Wir sollten hin und auch nach dem Kram sehen, den er für uns aufbewahrt hat. Danke, dass du dich ums Gefängnis gekümmert hast. Gut, dann würde ich den Kern noch mit zu mitnehmen wollen. Das ist geladen. Ist da was? Warte mal, ich will runterrutschen. Ich glaube, hier war gerade jemand. Nee. Alles tot. Haben wir sonst noch was hier? Nein. Dann nehmen wir das. Machen den hier. Nehmen jetzt was in die Hand, was schießen kann. Am besten nehme ich den Revolver. Es muss ja eigentlich reichen, um das Vieh zu töten, was uns gerade angegriffen hat. Als ob das jetzt nicht da ist. Als ob. Und damit haben wir den Schlüssel, oder was? Anscheinend ja. Gut, dann können wir da gehen. Diesmal von irgendwelchen Rattenbiestern angegriffen. Und damit haben wir jetzt auch das Auto. Nee, das Auto haben wir noch nicht, oder was? Keine Ahnung. Gut, dann müssten wir eigentlich hier reinkommen, oder nicht? Ja. Ah, der ist jetzt unser. Das ganze Geld. Hör, warum brennt er jetzt? Der lebt immer noch. Der schießt immer auf uns. Geh doch mal weg hier. Ich beleb dich wieder, mein Freund. Oder meine Freundin oder wie auch immer. Warum hat denn jetzt bitte geschossen und es hat gebrannt? Keine Ahnung. Okay, was haben wir jetzt? Wir haben das Auto. Das gehört mir. Bedeutet, wo fahren wir jetzt am besten hin? Irgendwas nicht mehr ganz lang dauert, weil wir noch 7 Minuten haben. Wir können es dem trotzdem hier hochfahren und gucken, was er von uns will. Bitte einsteigen. Okay. Fahren wir los. Hui. Das höre ich gerade bitte an. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich das ausmache. Egal. Waffe entsichert! So. Dann mal gucken, wer das da oben ist. Was zum Teufel war da? Keine Ahnung. Am besten einfach durchs Feld. Ach du Kacke, ach du Kacke! Boah. Hä? Irgendeiner von euch das perfekte Drehbuch gelesen? Was zum Kack? Das ist ein Filmset. Okay. Warte, du bist neu. Willst du beim Film arbeiten? Natürlich willst du. Du bist die Lösung aller Probleme. Die Geschichte. Ein Niemand aus einer Kleinstadt. Du kommst gerade rechtzeitig, um einen weltbekannten Künstler zu retten. Mich, Guy Marvel. Der Film, Meisterwerk, ist seit 4 Jahren in der Mache. Und Guy lässt sich nicht stören. Nicht von diesem verfickten Pöbel. Ohne jegliche filmische Vision. Weißt du, wie viele verfickte Preise Blood Dragon 3 einstreichen wird, wenn wir dieses Monster richtig drehen? Alle!
Außer, dass sie gegenständig überflogen wird. Eine 160 Dezibel Krachmaschine. Und wir brauchen absolute Ruhe für diese Szene. Sei der Held, Kleiner. Der erste Assistent erklärt dir alles. Guys eigenes Genie braucht erstmal einen Schönheitsschlaf. Aha. Das bedeutet, ich soll immer fragen, worum es geht. Ruhe am Set. Du, ich bin nicht der erste Regieassistent. Nur der Tonmann, Dean. Guy hat den Kerl gefeuert, als er keine scharfe Munition bei den Kühen benutzen wollte. Also seine geniale Idee ist, dass man eine Szene wie beim Stummfilm dreht, nur eben mit Ton. Du kannst dir wahrscheinlich denken, wie gut das läuft. Lärm? In der Wildnis von Montana? Na sowas. Hier ist es scheiße laut. Und du sollst die Geräusche ausschalten. Das meine ich wörtlich. Hörst du die Hupe? Genau dieser Scheiß muss aufhören. Beseitige den Lärm, koste es, was es wolle. Hey, ich bin einer von den Guten. Ups. Angels sterben nicht so leicht. Entschuldigung, Mann. Es ist zu fassen, dass die Leute dafür bezahlt haben. Legen wir los. Komm her, Gott. Du bist schlimmer als er. Also, hörst du die Hupe? Genau dieser Scheiß muss aufhören. Beseitige den Lärm, koste es, was es wolle. Los, Kugas. Der ist noch besser, wie Michael Jackson. Er bleibt komplett auf einer Stelle, so wie... Gut, irgendwas mit einer Hupe. Hm. Was soll ich wissen, wo diese Hupe ist? Da unten. Da unten ist noch einer. Boah. Das war nicht die Sniper, die ich gerade benutzt habe. Und das erklärt einiges. So, da vorne. Fuck. Na komm her. Hast du gedacht, wa? So, wo sind die nächsten? Den Hammer. Au. Da. Den Hammer. Den Hammer auch. Perfekt. Haben wir gerade irgendwas zum Springen? Ja, hier. Na dann, tschüss, Auto. Geht doch. Gut gemacht. Okay, komm wieder her. Ich horche nach anderen Problemen. Ja, gut. Brennt erstmal alles. Und die Schießerei ist auch irgendwie entstanden hier. In der Nähe. Ihr habt Ärger da oben. Hört sich nach Schüssen an. Geh schnell da hoch. Boah, Leute, was ist denn los? Übertreibt's doch mal nicht. Ist ja ständig am Kämpfen. Gehst du hoch, dann machen wir die alle kalt. So. Was ist der Rest? Okay. Ups, wollte ich gar nicht. Claro, du gehst vor! Ja, so. So. Du schlägst dich gut. Komm zurück. Wir sind noch nicht fertig. Immer noch nicht. Oh. Schnell vorbeilaufen, Prinz. Ich darf nicht anbrennen. Das letzte Mal, wo ich Feuer so gespürt habe, hat es mich sowas von gekillt. Dann irgendwie sind hier Gegner in der Nähe. Zwei, um genau zu sein. Heilige Kanonscheiße! Gottverdammte Musiktrucks! Jetzt kommen sicher die Angels! Schalte die Trucks Ach, und die Angels Kacke. Aus! Ich mach das ganz im Boschhaus-Style. Keine Angst! Nicht in den Po! Geil. Ach, die leben alle noch. Geht da mir doch mal aus dem Weg hier. Hier gibt's noch einen Truck. Der fährt aber.
So, noch einmal. So, und bitte den töten. Sonst noch mehr? Oh, dann kommt noch mehr. Was ist denn hier los? Der geht... Ah, da kommt schon wieder einer angefahren. Au. So. Noch mehr Angels. Geht doch mal weg hier. Was ist denn los? Den weg, den weg. Brennt was. Den weg. Dann kommt immer... Was ist denn da, verdammt? Das muss nur einer sein. Perfekt. Okay, gehen wir zurück zu Guy und dann endet auch schon die Folge zu Far Cry 5. So, warte. So, Guy. Endlich! Jemand hat verstanden! Du bist ein Natur... Haltet mir den Rücken frei, bin unterwegs! Hä? Leute, macht das doch mal ja. Gott, bitte. Ende. Ich will deinen christlichen Film reden. Ich will jetzt hier zu Ende reden. Hä? Oh, falsche Taste. Komm. Nicht übertreiben. Mach hinne. Hallo. Boah, ich finde das so nervig. Es ist doch zu Ende. Oh. Tränen in den Augen. Endlich. Geht's jetzt? Hör gut zu. Du wirkst wahrlich Wunder. Ja, also, hör mal. Du bist ein Naturtalent. Diese Weicheier in Hollywood könnten so einiges von dir lernen. Diese Wildheit, die du gezeigt hast. Mh, intensiv. Oh, Guy hat sich dabei eingeschissen, aber gut so. Endlich kann Guy seine Magie über den ganzen Film spritzen. Blood Dragon 3 wird ein Meisterwerk. Ganz ehrlich, das muss er aber auch. Guy kann nicht mehr länger an so einer Scheiße wie Far Cry arbeiten. Lieber klemmt er sich die Eier in einer Schraubzwänge ein, als ihre verfickten Meinungen über Weltenbau, Konsistenz und Spielermotivation und Glaubwürdigkeit anzuhören. Dann lieber Freitod. Ich schwör's. Oh, und das vorhin war ernst gemeint. Geschlossenes Set. Verpiss dich mal hier. Alles klar ist. Fühlen sich die Far Cry-Entwickler selbst vor, ey. Würde ich auch sagen, damit endet die Folge zu Far Cry 5. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, wir sehen uns bis zum nächsten Mal und tschüss.